Vom 21. bis zum 24. Februar 2024 findet der 36. Deutsche Krebskongress in Berlin statt. Als Kongresspräsident heiße ich Sie hierzu herzlich willkommen und lade Sie ein. Es ist die wichtigste onkologische Fachveranstaltung im deutschsprachigen Raum. Über 10.000 Expertinnen und Experten aus allen Bereichen der Medizin, der Pflege, der Wissenschaft, der Politik diskutieren hier gemeinsam über Weiterentwicklungen, über Bedürfnisse und über Strukturen der Onkologie. Worum wird es in Berlin gehen? Die großen Fortschritte in der Krebsmedizin haben wir in der Therapieindividualisierung erlebt und in der Rezession von Therapien mit hoher Effektivität. Hierzu ist ein multidisziplinäres Arbeiten erforderlich. Diagnostische Fächer, Pathologen, Onkologen, therapeutische Fächer und Patienten müssen zur Erarbeitung eines präzisen Therapiekonzepts zusammenarbeiten. Das wollen wir gemeinsam mit Ihnen, mit den Supportivfächern, mit der Psychoonkologie und mit der onkologischen Pflege in Berlin diskutieren. Wer erfolgreich in der Krebstherapie sein will, braucht geeignete politische Rahmenbedingungen. Hierzu hat traditionellerweise die Deutsche Krebsgesellschaft politische Foren organisiert. Ich freue mich, dass neben den Patientenvertretern, Vertreterinnen, Vertreter der Deutschen Krebsgesellschaft, Vertreterinnen und Vertreter der Deutschen Krebshilfe da sein werden, um gemeinsam mit den Stakeholdern und gemeinsam mit Ihnen die Erfordernisse der Therapie zu diskutieren. Ich lade Sie ganz herzlich zum 36. DKK nach Berlin ein. Erleben Sie die gemeinsamen Diskussionen in Berlin. Erleben Sie Berlin. Diskutieren Sie mit uns. Ganz herzlich willkommen in Berlin.